Das ist die Schweizer Autobahnvignette 2020. Sie ist rot-metallic, mit der Jahreszahl auf der Klebeseite in beige und auf der anderen Seite in weiss. Ich bin der Tommy von petrolhead.ch. In diesem Video erzähle ich euch alles Wichtige über die Autobahnvignette 2020. Sie ist obligatorisch, um die Autobahn und Autostrassen in der Schweiz zu benutzen. Das gilt für alle Personenwagen, Lieferwagen bis 3,5 Tonnen, Wohnmobil, Wohnwagen, sonstige Anhänger und auch Dörf. Die Vignette kostet weiterhin 40 Franken und ist immer noch nur als Klebvignetten erhältlich. Die Lancierung der elektronischen Vignetten ist weiter verschoben worden und kommt frühestens im Jahr 2022. Ihr könnt sie ab sofort kaufen, das heisst seit dem 1. Dezember 2019, und zwar bei allen Strassenverkehrsämtern, Filialen von der Schweizerischen Post, bei den meisten Garagen und den Tankstellen. Touristen aus dem Ausland bekommen sie bei den Zollbehörden beim Grenzübergang oder an grenznahen Autobahnraststätten oder Automobilclubs. Die Autobahnvignette ist wie immer 14 Monate lang gültig. Das heisst, die jetzt seit dem 1. Dezember 2019 und bis und mit am 31. Januar 2021. Die aktuelle Vignette 2019 ist noch bis Ende Januar nächstes Jahr gültig. Das heisst, ihr habt noch 2 Monate Zeit, um die Vignette auszuwechseln. Achtung, die Autobahnvignette ist nur gültig, wenn sie auf der Scheibe aufgeklebt ist. Und zwar entlang von der A-Säule auf der Fahrerseite oder im Bereich des Innenrückspiegels. Am besten ist es immer im Innenrückspiegel auf der Beifahrerseite, wo sie die Sicht vom Fahrer nicht verdecken tut. Zuerst mal muss die alte weg. Für das klebe ich Klebstreifen auf die Vignette drauf, damit sie beim Abnehmen nicht in ihre Einzelteile verkehrt. So. Eigentlich würde ich jetzt auf der Aussenseite noch Abdeckband herkleben, damit ich nachher die neue Vignette wieder dran ausrichten kann und sie gerade auf der Scheibe klebt. Weil es regnet, machen wir das heute nicht. Und wie nehme ich sie jetzt am besten ab? Braucht gescheiter keinen Föhn, um den Leim zu erhitzen. Gerade jetzt im Winter kann der hohe Temperaturunterschied dazu führen, dass die Scheibe beschädigt wird. Bis jetzt habe ich immer gerne mein Schweizer Sackmesser genommen, aber dieses Jahr probiere ich etwas anderes. Und zwar bin ich in Deutschland und habe mir vom ADAC den Vignettenschaber gekauft, der mir hier auch schon empfohlen worden ist. Schauen wir mal, wie sich es mit dem bewährt. Das Metallstück hier vorne ist scharf, aber nicht wirklich gefährlich. Jetzt gerade mal schauen. Das ist alles, was von der alten Vignette noch übrig geblieben ist. Und der Schaber hat sich wirklich gut bewährt. Ich bin schön unter die Vignette gekommen und konnte sie einfach ablösen. Jetzt putzen wir noch geschwind die Scheiben. Ein paar haben immer bemängelt, dass ich das nicht mache. Und einfach die neue draufkleben tue. Ich finde, das geht genauso gut. Aber mal schauen, das kann auch nicht schaden. Dann nehme ich die neue Vignette und löse sie vorsichtig von der Trägerfolie lösen. Achtung, dass sie nicht jetzt schon kaputt geht. So. Dann muss es beim ersten Mal klappen. Ich tue also ziehen und dann von oben nach unten andrücken. Ja. Den Vignettenschaber bekommt ihr in allen Filialen vom ADAC in Deutschland. Oder bei mir. Ich tue 3 Stück verlosen. Um einen Wettbewerb mitzumachen, bitte kommentieren, und zwar bis am 10. Januar 2020, wieso ihr einen möchtet gewinnen. Teilnahmeberechtigt sind alle Leute mit Wohnsitz in der Schweiz. Der Gewinner wird nach Zufallsprinzip ermittelt und der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen. Viel Glück und weiterhin gute Fahrt! Besucht meinen Blog petrolhead.ch, abonniert meinen Kanal oder klickt hier, um ein anderes Petrolhead-Video zu schauen. Hat euch das Video gefallen? Dann freue ich mich über Daumen hoch. Danke!